Ach, ja, so. Hoho. Ho. Gehen wir doch einmal als erstes mal in die. Wie? Es gibt einmal komplett abgeschieden das Frauenschlafsaal-Ding und einmal das Männerschlafsaal-Ding. Also keine Paarbetten. Na, wie lange will denn die Sequenz hier noch gehen? Hallo? Sequenz, beruhige dich. Bitte, geht. Wie jetzt? Also Dorm ist ja eigentlich so ein Schlafsaal, ja. Tatsächlich, Ladies? Ja, ist irgendwie klar, dass es hier nur Ladies gibt, wenn. Naja, aber immerhin gibt es hier Ward 11 Overwards. Ich nehme mal wieder ein paar mit. Ich meine, ich rechne sowieso nicht. Sieht aus, als ob die Pause vorbei ist. Ich rechne eh nicht damit, dass ich hier großartig was finden werde in den Umkleidekabinen. Aber es sieht hier alles recht geplündert aus, also. Würde ich mal stark vermuten, dass die hier einfach alle geflohen sind. Weil ich meine, relativ wenig Leichen. Muss ich sagen. Also, eine echte Schande. Da fällt mir gerade ein, das ist Fallout New Vegas, Fallout 3, die spielen ja jeweils 200 Jahre später als, also nach dem Krieg. Und die alten Fallout 2 und 1 Teile, oh, der Rechner funktioniert, oh, persönlich ist hier heute nicht mehr, oh. Die alten Fallout Teile, die waren ja nur 100 Jahre später, oh. Gott, okay, macht mir mal Angst, wenn er so ankommt. So, persönliches Terminal, bin ich ja mal sehr gespannt, vielleicht finden wir ja noch was Schönes. Weil in Fallout 2 gab es glaube ich noch Walls, wo noch jede Menge Leute drin waren, verschlossene Walls. Und jetzt irgendwie so 200 Jahre nach dem Krieg ist es die meisten Walls irgendwie verlassen, habe ich das Gefühl. Oder stehen halt in irgendwelchen Städten. Zumindest die Bewohner haben irgendwie mal beschlossen, doch mal langsam sich hier mal auszusteigen. Das ist jetzt nicht mehr so. Ich frage mich übrigens immer wieder, was sich die Wopco eigentlich dabei gedacht haben. Was? Walltech, was sie sich eigentlich dabei gedacht haben bei ihren tollen Versuchen in den ganzen Walls. Ich meine, wer sollten die noch auswerten nach dem Atomkrieg? Was dachten die, was da kommt? Oder war es vielleicht nie geplant, dass das wirklich die Welt explodiert? Und das ist vielleicht eher. So, jetzt müssen aber echt alle Wörter durch sein. Ich habe wieder unnötig Mühe gemacht mit dem Hacken hier. Unglaublich. Admin-Anmeldung, jawohl, das wollen wir doch. Kennwort eingeben. Sicherheitsaufzeichnung. Download abgeschlossen. Wahlführer, ne, bla bla bla. Ja, das. Verschiebung. Ja, okay, hier haben wir nochmal. Willkommen, Mrs. Gottlieb. Sehr interessante Namen. Play for Winning. Enlist with Just the Block. Sicherheitsbänder aus dem HQ des Blocks der Gerechtigkeit. Aha. Das kann sie nicht tun. Es ist geschehen. Wir sind erledigt. Nichts ist. Sie hat die Autorität. Das Einzige, was sie nicht kann, ist ihr eigenes Schicksal zu ändern. Nichts sagt, dass sie das Wahlprozedere für zukünftige Aufseher nicht ändern kann. Ich sage, dass sie es nicht kann. Du hättest nicht so mit ihr herumspielen sollen, Roy. Wir haben immer noch die Mehrheit. Wir stimmen über nichts mehr ab. Ich rede nicht von Abstimmungen. Von was dann? Willst du eine Sitzblockade? Einen Hungerstreik? Das eher nicht. Willst du vielleicht mit Fackeln und Mistgabeln ihr Büro stürmen? Ja. Ach komm schon. Das ist mein Ernst. Was? Eine Revolution anzuzetteln? Gesetze überleben ihre Regierungen nicht. Roy, wir müssen nur warten, bis jemand vom Gerechtigkeitsblock Aufseher wird. Dann lassen wir das Gesetz rückgängig machen. Sobald morgen der neue Aufseher bestimmt ist, gibt es keine Blöcke mehr. Alle werden normal weitermachen. Und wer weiß, ob wir noch die Mehrheit haben. Wir können den Block zusammenhalten. Das weißt du nicht. Und außerdem, was ist, wenn der Computer dich wählt? Oder mich? Und als Lösung fängst du mit dem Schießen an? Nur wenn es sein muss. Wir bewaffnen uns. Wir gehen in die unteren Ebenen, besetzen einige strategische Ziele. Energie, Nahrung, Wasser. Nur bis sie die Autorität an uns übergibt. Die anderen Blöcke werden das nicht unterstützen. Sie sind unserer Macht überdrüssig. Wir haben die Mehrheit. Wir brauchen sie nicht. Das ist keine Abstimmung, Roy. Sie werden zurückschlagen. Dazu hatten sie nie die Nerven. Verdammt blöde Art, das auszuprobieren. Ah, ja. Also irgendwie, ich rätsel die ganze Zeit über den Aufbau von dieser Bude. Ich dachte erst irgendwie, die haben Männer und Frauen getrennte Schlafsäle, aber wie gehen die ja ineinander über? Also man kommt ja von einem zum anderen. Da ist dann, steht dann bloß nur auf halber Strecke so ein Schild, wo Ladies dran steht. Und dann ist man auf einmal mir was anderen Dings. Also das ist ganz toll. So Security, gehen wir mal zur Security, weil ich wahrscheinlich eh noch einen Schlüssel brauche. Ey, da liegt Munition. Yay. Schwer. Das hält mich nie auf. Noch mehr Riesenschrecken. Sicherheitsterminal, da bin ich ja mal sehr gespannt. Also sieht ja. Munitionskisten. Was sind denn eher 20 Patronen? Magnum ist immer gut. Mikrofusionszellen auch. Also ich bin mir immer noch nicht so ganz einig, was das hier eigentlich. Also man, der Aufseher hat dann schon. Amsterdam-Hebung. Oh.
Auszug aus der Befragung unter Eid der Beklagten Catherine Stone durch Garrett Miles, Rechtsanwalt der Wohl. Okay, machen wir mal weiter, wo wir aufgehört haben. Kate? Catherine. Ach richtig, Verzeihung. Catherine, vergesse ich immer wieder. Kate nennt mich nur mein Ehemann. Sie erzählten uns von einem Streit, den sie angeblich mit Roy Gottlieb vom Blog der Gerechtigkeit hatten. Nicht angeblich, tatsächlich. Das hatten wir doch schon. Es steht immer noch nicht, steht immer noch ihr Wort gegen seins, Mrs. Stones. Ah, bitte, zum Streit. Er sagt, bei ihren Meetings sei der Name meines Mannes gefallen. Bei den Meetings, auf denen beraten wurde, welcher Kandidat man befürworten würde? Ja, sie wollten ihn befürworten. Warum wollte er nicht sagen? Aber ich weiß, dass mein Mann sich regelmäßig mit einigen von ihnen zum Poker traf. Und in letzter Zeit hatte er eine Glücksschirrende gehabt. Was soll Mr. Gottlieb ihnen ihrer Aussage zufolge angeboten haben? Er sagte, er könne seinen Blog umstimmen, die Unterstützung verhindern. Aber nur falls ich... Nur falls sie zu sexuellen Handlungen bereit wären. Ja, ging es da nur um Mr. Gottlieb? Nein, um die ganze Führungsriege des Blogs, ihre Freunde. Und sie erklärten sich einverstanden? Was hätte ich denn tun sollen? Sie hatten die Mehrheit. Oh Gott. Wie lange ging das denn so, bevor die Befürwortung bekannt gegeben wurde? Ich weiß nicht mehr. Einen Monat vielleicht? Und als sie bekannt wurden und man ihren Mann trotz ihrer angeblichen Abmachung befürworteten, da beschlossen sie, Mitglieder des Blogs zu töten? Ja, ich dachte, die Mehrheit war ziemlich knapp. Wenn ich sie etwas dezimiere, besonders an der Spitze, dann würden vielleicht jemand anders gewählt, falls sie nicht geschnappt werden würden. Nein, Mr. Miles, ich erwarte, erwischt zu werden. Das war meine große Chance. Jetzt werden sie mich wählen. Eine geständige Mörderin? Sie glauben, die Wähler würden es riskieren, ihnen einen verantwortungsvollen Posten zu geben? Sie müssen jemanden wählen und mit ihren Gründen dafür leben. Ja, aber warten Sie es ab. Was? Was? Die Mehrheit. Also, anscheinend haben die hier das Prinzip der absoluten Demokratie und der absoluten Mehrheitsentscheidung eingeführt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich meine, das klingt ja wirklich schon nach einem ziemlich unmenschlichen Denken, das immer nur nach der Mehrheit zu gehen, aber scheinbar ist das der Hintergrund hier. So, was haben wir denn hier? Klammern ohne Ende. Das ist immer schwer, da muss ich vielleicht ein bisschen aufpassen und eventuell mit ein bisschen Intelligenz rangehen. Nicht für den einfachen, wo ich eigentlich mehr oder weniger Brain AFK von mir hingelabert habe, während ich mit der Maus die... gibt es gar keine Klammern, die ich benutzen kann. Keine einzige! Doch, da war eine. Aber nicht so viele wie bei einem anderen Ding, wo einfach in einer Klammer schon drei Stück auf einmal drin waren. Das war toll. Na gut, das war's dann wohl. Gut, das haben wir dann. Recognition. Ich mache erstmal ein Zion-Wort am Ende. Oh. Na gut, ich mache dann einfach das richtige Wort und dann geht's los. Ach, schön. Ja, ich würde gerne die Tür öffnen, wenn es geht. Ich meine, für mehr ist das Terminal hier sowieso nicht gut. Schloss und Riegeln, jawohl. Ich glaube, ich hätte das Schloss einfach mit Dietrich knacken können. So, was? Die mit ihren lustigen Wahlschirmen. Oh, eine Mini-Nuke. Pulsminen. Oh, in Raketen, warte mal, wo ist denn Ede? Der hat ja leider all sein Zeug verloren. Das ist ein bisschen, das ist eigentlich ein bisschen schade, dass Ede all sein ganzes Zeug... Oh, nee, hat er nicht. Okay, Ede hat doch nicht sein ganzes Zeug verloren, das wurde vielleicht gepatcht. Mir hat jemand erzählt, dass Ede seine ganzen Sachen verliert, wenn man ihn zur Reparatur bringt, oder beziehungsweise zum Umbauen. Aber ich denke mal, da die Person vor langer Zeit gespielt hat, dass das vielleicht nicht mehr ganz aktuell ist. Also eine Mini-Nuke ist natürlich schon geil, ne? Habe ich ja nicht noch was dabei, was ich gerade nicht brauche, was ich erstmal abpacken könnte? Infiltrator, nee, meine. Oh, warte, was, warum habe ich denn hier eigentlich noch eine AR7 dabei? Wollte ich die nicht verkaufen? Naja, mache ich beim nächsten Mal. Hier die Walls. Da kommen 10 Overwalls, reichen auf jeden Fall. Was habe ich eigentlich sonst noch so Schweres dabei? Knuddels Spielzeugauto? Wer war denn Knuddel? Ach so, klar, Knuddel war der Typ, den ich erschossen habe. Hehe. Oh nee, halt, Knuddel. Nee, ich bin da komplett unschuldig an Knuddel zu. Das waren andere. Das stand ja nur in dem. Das stand ja nur in dem Buch, dass das Knuddel erschossen wurde. Genau, so war das. Oder von der Schießen hat, glaube ich, auch keiner gehört. Er wurde umgebracht. Ach, das sind 25mm Granaten. Gleich so richtig viele. Na gut. Cooling Unit. Kann ich ja gar nichts mit anfangen. Die Zellen. Also rein munitionstechnisch war der Bunker hier super. Werkzeugkasten. Na gut. Dann wollen wir mal zum Overseer's Office. Da bin ich immer sehr gespannt. Da werde ich wahrscheinlich gleich ein Skelett vorfinden oder eine angekettete Leiche. Achso, das führt mich auch zum Untergeschoss. Also egal, wo ich hingehe. Achso, ich hätte ja nur hier. Aha. Jetzt bin ich ja echt mal gespannt. Na? Mal sehen, was mich jetzt erwartet. Gut, Overseer's Office. Also erstmal lauter leere Gänge. Das finde ich ja schon mal super. Und Ratte, die ich heroisch in der... Ich muss mir das nächste Mal, wenn ich irgendwo merke, dass ich nur schwache Gegner treffe. Mal, wäre ich hier gleich eingesperrt, wenn ich hier durch die Tür gehe? Aua.
Aua. Hat mir ganz doll weh. Ich meine, das Terminal des Aufsehers erfordert Schlüssel. Den ich natürlich nicht habe, oder? Oder habe ich den durch. Gut, jetzt habe ich den Schlüssel. Wenn sich ein Administrator, ja toll. Kann ich nicht mein eigener Admin sein? Aha. Da hat man doch mal eine bewegliche Textur aufmachen können, oder? Alter, rennen die gerade wieder durch. Wenn die jetzt hier sterben. Was? Warum holt der ein Schwert raus? Findet ihr das ein Schwert, das ist die beste. Findet ihr wirklich, das ein Schwert die beste Idee? Verdammt. Hä? Ich bin gerade, das ist. Das ist in diesen Worts auch immer noch ein Weg. Immer versperrt sein muss man. Da geht es noch tiefer runter. Na gut, zum Atrium kommen wir ja scheinbar wohl nicht. Es geht nur runter. Vielleicht können wir noch ein paar Leuchteratten erschlagen. Was haben wir hier noch Schönes? Soll das hier eine Falle darstellen? Oh ja, soll's. Ich sollte vielleicht mal. Laser. Ja, genau, Laserschranke. Als ob das deine Laserschranke ist? Oh. Ich gehe gleich mal schwimmen. Ach so, ja, stimmt. Die haben ja gesagt, die wollten hier mal. Die wollten hier mal ein paar. Oh, neun Raketen. Uah. Oh nein, sag es nicht. Edo und Dings losgezogen. Die meinten ja, dass sie hier so ein. Schweine. Nein, oder? Doch, Edo kann zum Glück nicht schwimmen. Komm her. Der hat auf jeden Fall noch mächtig Platz, der gute Ede. Dass diese Raketen noch so unglaublich viel wiegen müssen, ne? Aber andererseits, ich habe ja mal einen Raketenwerfer. Mein Mikrofusionszeller kann ich auch, glaube ich, erstmal 100 abpacken. Ich hatte vorhin 200 Elektronenakkus, brauche ich, glaube ich, nicht. Energiezellen brauche ich, glaube ich, auch nicht. Fürs Leer. Die wiegen ja immer so viel, diese ganzen Mikrofusionszellen, das ganze Zeug. Das Wasser ist übrigens radioaktiv, wie mir gerade aufgefallen ist. Was ich jetzt nicht so unglaublich überraschend finde, muss ich dazu sagen. Ja, ich denke mal, das war hier die Blockade des Blocks der Gerechtigkeit. Ja, als ob das ein Lederschrank wäre. Als ob! Ja, war auf jeden Fall sehr erfolgreich, diese Blockade. Ja, die haben zumindest an alles gedacht. Schmutziges Wasser, Haarklammern, alles halt. Ist das hier der große Zentral-PC? Ah, jetzt. Ich habe keine Ahnung, wo Arcade ist, aber da ich noch keine Meldung über seinen Tod gekriegt habe, würde ich sagen, mal stark vermuten, er lebt noch. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal auf Tauchfahrt. Das wird wahrscheinlich das Sinnigste sein, ne? Wo ist denn hier? Wo ist denn? Ist da. Das kann ich ja gar nicht abpacken. Ja gut, das hätte ich mir auch sparen können mit dem Atemgerät. Das brauche ich anscheinend nicht. Was haben wir hier Schönes? Differentialdrucksteuerung! Na bitte! Hat sich ja schon gelohnt, die Fahrt. Und eigentlich könnte ich jetzt hier wieder raus, aber... Red X und Guyan nehmen wir auch mal mit, da mir irgendwelche lustigen Würfelereignisse mal wieder das Inventar leeren. Ist vielleicht gar nicht schlecht. Was haben wir hier noch? Schon eine schöne Tür. Hm, noch mehr Munition. Noch mehr Elektronenakkus, die jede Menge wiegen. Die Radioaktivität. Na gut, die ist schon ja vom ersten Balken. Das gefällt mir ja gar nicht. So. Mit O. Ach, hier ist kein Wasser wieder. Das ist ja irgendwie verwirrend. Na, noch mehr Ratten. Sieht aus, okay. Was war das da gerade für eine Tür rechts? Reaktor? Irgendwie ahne ich, dass ich gleich erheblich höhere Mengen Strahlung ausgesetzt bin, als mir lieb ist. Die hält immer so viel. Ach, ich kann doch noch mit der Roten schießen. Bin ich immer sehr gespannt, was mit dem Reaktor los ist. Ich krieg's ja vorher nochmal, bevor hier alles explodiert. Nö. Gut. Außer dass hier tonnenweise Munition rumliegt, töten sie mutierte Insekten. Ja, das könnte ich jetzt diese Wall hier vollkriegen. Oh, noch mehr Raketen. Ich kann natürlich auch nicht Nein sagen bei sowas, ne? Ich meine, ich wüsste zwar nicht, wofür ich jetzt irgendwie mal 100 Raketen bräuchte, aber na, weiß ja nie. Munition. Ich muss halt bloß regelmäßig abpacken. Das ist ein wenig nervig, das an der ganzen Munitionsgeschichte, die ich hier finde. Oh, die 25mm Granaten wiegen natürlich auch immer noch gut was weg. Elektronenakku, Flammenbrennstoff und ganz wichtig, die Raketen. Ich habe schon wieder 50 Mikrofusionszellen mehr, als mir lieb ist. Ne? Hier. Ach, guck mal, hier haben sie sich auch verschanzt. Also, so viel zum Audiolog, dass sie sich ja an wichtigen Positionen verschanzt. Oh, hier gibt es ja wieder radioaktives Wasser. Hm. Oh, da hinten ist wahrscheinlich der richtige Reaktor. Oh, verschlossen? Vielleicht gibt es da... Hinter verschlossenen Türen erwartet man ja irgendwie immer das bessere Loot.
Aber ich frage mich, warum die RNK-Leute hier nicht so weit gekommen sind. Ich meine, die werden sich ja wohl kaum durch ein paar Insekten haben aufhalten lassen, oder? Yes. Boah. Vom Moment sah die komische Ratte irgendwie aus einer anderen Perspektive ganz so komisch aus. Da habe ich kurz Angst gekriegt, dass das sein könnte. Na gut, ja. Na gut, da geht es dann ja wahrscheinlich richtig runter. Dann nehmen wir nochmal das Atemgerät. Gucken uns die Materie nochmal von näher an. Oh, ist hier Strömung? Ach, hier ist der eigentlich. Wenn der Reaktor der Vault ist unter Wasser. Gut, das würde natürlich zumindest die. Das würde zumindest die radioaktive Verseuchung des Wassers hier erklären. Das ist der Reaktor? Sie sind erkrankt an schwacher Krankheit. Naja, gut. Mein Gott. Dann war ja zu rechnen, wenn ich in eine Vault gehe, dass ich hier zumindest mir Strahlenvergiftung 1 hole. Das Risiko gehe ich ja jedes Mal ein, wenn ich in so eine Vault runtergehe, dass ich da ein bisschen was immer mitnehme. Aber guck mal, das aufbereitete Wasser in der Flasche konnte sich umgeben von radioaktivem Wasser, was ja für sich selbst. Ich erschrecke mich jedes Mal, wenn das passiert. Bin ich überladen? Ach nee. War einfach nur Zeitlupe. Oh, hallo Ede. Ja, wie gesagt, ich erschrecke mich ja. Es erinnert mich damals, wo ich gleich in der dritten Folge oder so, wo mich ja von hinten so ein komisches Vieh erschlagen hat, so ein Gecko von diesem Mo-Mod, da ich mich ja auch sowas von verjagt. Seitdem erschrecke ich mich immer, wenn ich auf einmal tot bin. Das war ja da ja auch so. Na gut, das wäre ja immer rum. Ich habe keine Ahnung, wo Arquette ist. Aber er lebt auf jeden Fall noch. Ich hab's ja Valenz-Radiator. Ach, ich geh jetzt auch zum Atrium. Das ist ja schön. Oh, noch mehr Insekten. Oh, das schießt aber auch tot. Oh, was haben wir hier Schönes? Vorbereitung, Rede von Ombudsmann Gus Olsen zum eierlichen Weiß Aufsehers. Gus? Egal. Ombudsmann. Machen wir es einfach mal. Und los. Oh, verdammt, ich hätte das Kennwort schon gekönnt. Warte, ich hätte das lesen müssen? Mann. Vorbereitende Rede von Ombudsmann Gus Olsen zur alljährigen Wahl des Aufsehers. Ich grüße Sie. Zu den Aufgaben des Ombudsmanns gehört es nicht nur, durch die alljährige Wahlveranstaltung zu führen, sondern auch sie zu dokumentieren. In der Hoffnung, dass eines Tages, nachdem der letzte Aufseher sein Amtszeit beendet hat und in der Kammer unter seinem Büro in den Tod gegangen ist und es still geworden ist in der Vault, dass an eines fernen Tages, als ein Archäologe, sei es nun ein Mensch oder ein Angehöriger einer noch unbekannten Ethnie, höherer Wesen, unsere Aufzeichnung findet, sie in den Kanon der Geschichte einbindet. Doch in letzter Zeit kam mir der Gedanke, dass es eigentlich gar nicht der Grund ist. Ich denke, der wahre Grund ist, wir möchten gerne glauben, dass es irgendwo in der Welt eine Antwort gibt auf alle das hier. Oder dass es vielleicht eine geben wird, wenn die historischen Aufzeichnungen komplett sind und das Gesamtbild vorliegt. Wir wollen, dass es einen Sinn hat. Wir wollen verstehen, warum der Zentralrechner der Welt uns tötet, wenn wir ihn nicht jedes Jahr einen unseren opfern. Wir wollen voll und ganz begreifen, weshalb wir immer noch diese Wahl abhalten, obwohl seit Jahrzehnten klar ist, dass sie nur durch Korruption entschieden wird. Es gab einmal eine leichtere Zeit, als Wahlen bedeuteten, dass man Hände schüttelte und Babys küsste. Aber heutzutage mit den Aufkommen der Wahlblöcke und all den Bestechungsskandalen, dem Drogenhandel, Schmuggel und Gott was weiß ich noch, da wollen wir wissen, wozu das Ganze. Also, ich bin mal die Archive durchgegangen und ich sage Ihnen, dort werden Sie die Antwort nicht finden. Sie finden einen Bericht des ersten Aufsehers, der sich als einziger im vollen Wissen um die Opfer, die gebracht werden mussten, in die Vault begab. Aber auch er hatte keine Antwort parat, sonst hätte er gewiss die Wut der Bürger vorausgesehen, als er es ihnen mitteilte. Sicher hätte er sich denken können, dass sie eine demokratische Wahl des Opfers wünschen würden, weil wir Bürger es nun mal gewohnt sind, unsere Hände auf diese Art und Weise in Unschuld zu waschen, dass sein Name ganz oben auf der Liste stehen würde und dass die beiden Posten des Aufsehers, des Märtyrers und der Ward 11 auf ewig eins sein würden. Aber er hatte keine Ahnung. Er kannte die Antwort genauso wenig wie wir. Als die Bürgschaft entdeckte, so steht es in den Aufzeichnungen, dass das Kennwort der Tür zur Opferkammer Betty lautet, der Vorname seiner Frau und dass die Tür unversiegelt war, sodass er als erstes Opfer dargebracht werden konnte, da habe er beim Hineingehen geweint wie ein Kind. Ich kann nur staunen, warum es keine Antwort gibt und warum wir einfach weitermachen, weil wir keine andere Wahl sehen. Und dennoch halte ich fest an der Hoffnung, dass wir eine andere Möglichkeit finden. Ich bitte Sie alle dringend, den Weg zu gehen, den ich gegangen bin, sich an die gar nicht allzu ferne Zeit zu erinnern, als Höflichkeit und Würde noch unser Handeln prägte und als wir uns noch nicht ganz so sehr schämen mussten. Ich danke Ihnen. Der Text einer Ansprache zufolge, die anlässlich der Aufseherwahl im Atrium von Vault 11 gehalten wurde oder werden sollte, laut das Kennwort des Terminals Betty. Interessant. Ja, das ist natürlich jetzt nicht besonders lang. Das hätte ich jetzt nicht knacken können. Ja, schön.
Also anscheinend war es der verrückte Bordcomputer, der hier... Das hat man ja öfter, dass welche verrückten Computer einen umbringen wollen. Der war anscheinend dafür verantwortlich. Na gut, da müssen wir gleich mal zurück zum Büro. Ach Gott, jetzt kommen wir hier noch oben ins Atrium rein. Ist ja auch schön. Ach, guck mal, da steht noch ein Computer. Wunderschön. Ich muss den ganzen Weg wieder zurückrennen, ne?